Gas. Da gehe ich besser nicht rein, aber ich muss. Ja, die Tür ist zu. Das ist ein Fall für unser Stemmeisen. Oh, jetzt hat sie es kaputt gemacht. Tollpatsch. Naja. Das Gas ist aus. Wir gehen nach Haus. Böcken, jawohl. Wieder mal gut geböckt, Lara. Sieh mein Profi am. Oh, eine Ratte. Komm her. Ich will eine Ratte jagen. Wo sind sie? Die sind schnell. Schwer zu jagen. Ich glaube, die jagen. Nee, die erwische ich nicht mit dem Pfeil. Da bräuchte ich die Handfeuerwaffe, aber die will ich jetzt natürlich nicht benutzen. Dann los. Wer redet da? Oh Gott! Ich hab's verpasst! Ich glaube, da wäre ein Fass hinten gestanden. Ich hab's gesehen. Keine gute Idee. Oh nein, noch einer. Ich höre Schritte. Mhm. Volle rückwärts, ha? Huh? Hat er überlebt? Mensch, wenn du dir schon Deckung suchst, dann etwas effektivere. Das ist ja lächerlich. Das ist keine Herausforderung, Mann. Die gute Lara. Kriegt sie höchstens einen Lachkrampf. Oder er sollte abnehmen, damit sein Wanst nicht vorschaut. Eins von beiden. Was haben wir hier? Da haben wir schon die Klobrillen. Die hat's angespült. Was haben wir hier? Truhe und Feuer. Feuer ist immer gut. Nehmen wir gleich Feuer. Brauchen wir sicher bald. Geht's lang? Da lang? Ah, von hier bin ich gekommen. Ups. Der hat noch was. Was haben wir hier? Oh, ein Teppich. Ah, neue Herausforderung? Jawohl, wahrscheinlich. Ungläubige. Oh. In Fidel Castro. Ich glaube, ich mache lieber die Fackel aus, ha? Huh? Hey! Hey! Wusste ich's doch. Oh, ein Schuss, ein Treffer. Mach das nach. Die schießt schneller als ihr Schatten. Wo ist denn überhaupt ihr Schatten? Ah, da hinten. Hoffentlich hat das keiner gehört. War da nicht noch was? Nee. Sehe keinen anderen. Oh, die Fackel ist aus. Ah, da stehen wieder so Laternen zum Werfen. Da oben ist ein Loch. Na, ah, eins und eins. Sag ich nur. Und da, ja, da haben wir so einen Teppich. Den könnten wir werfen auf sie. Er sagt dann, dass ich eine Fackel benutzen muss. Aber ich muss mir ein paar solche Laternen aufheben, weil die brauche ich wahrscheinlich noch. Ich sehe jetzt keinen Grund, da eine durchzuwerfen. Weil da ist nichts. Vielleicht nur zum Üben gedacht. Bis später. Ha? Ach so, ja, das ist leicht. Hier ist Gas und das explodiert dann und ich werf das rein. Ja, ja. Gut, wenn man 100-jährige Spielerfahrung hat. Ups.
Ja, das ist praktisch. Die gehen dann gleich mit drauf. Bin schnell raus hier. Bevor ich ein Lungenödem krieg. Los, nimm. Und... Rock. Wow. Oh. Wie praktisch. Jetzt sind die ganzen Lampen verschwunden auf einmal. Gemein. Hey, das sieht aus wie der Vorderteil von den Adlern von Mondbasis Alpha 1. Könnt ihr euch erinnern? Die Schnauzen von den Raumfahrzeugen. Space 1999 hieß das im Original. Wer stöhnt da? Oh. Ein Teppich. Moment. Den Teppich hole ich mir. Moment, der noch. Eins nach dem anderen, ich kann mich nicht entscheiden. Eine neue Waffe. Wurde auch Zeit. Obwohl, neu kann man nicht gerade. Beende, ja, gut. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ja, da muss ich natürlich zurückgehen und eine Fackel holen. Weil da ist ein Teppich. Mensch, ist da wirklich nirgendwo eine Fackel? Oder Feuer? Hier. Gut, dass die Tür aufgegangen ist, sonst hätte ich alles nochmal spielen müssen. Das wäre gar nicht gegangen. So, wo war der Teppich jetzt? Wo war der jetzt schnell? Schon wieder vergessen. Da. Wie viel gibt's? Fünf? Fünf. Ja, ich glaube, das sollte zu schaffen sein, hier. Hier auf einmal zu ergattern alle. No one leaves. Was soll denn das heißen? Die haben sich hier häuslich eingerichtet. Und hier ist ein Dokument. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis bei den sieben Zwergen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Aha. Die wollen sich die Naturgewalten zunutze machen, nur leider diese Sonnenkönigin ist, glaube ich, ein Geocache, ist, glaube ich, dafür verantwortlich. Das ist was Übersinnliches. Da werden sie sich die Zähne ausbeißen. Ist das ein Fernseher oder ist das einfach eine Box? Nee, ich glaube, das ist kein Fernseher. Wow, es ist aber finster. Ah! Kommt gültiger. Mann, gib mir doch Zeit. Gut, dass ich die Knarre habe. Sie schießt gut. Naja. Mehr Munition wäre nicht schlecht gewesen. So gut auch wieder nicht. Oder? Ja, doch. Sie schießt gut. Mach das aus, Mann. Brauche ich eine Sonnenbrille im Bunker? Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Puh, bin ich froh, dass ich die Knarre gefunden hatte. Machen wir gleich wieder auf. Einen Rückzugsweg offen halten. Ah, habe ich die Munition zu früh genommen.
Nee, da ist auch noch was. Kann ich plündern, was das Zeug hält? So vielen Feinden. Was denn auch solche Dinger? Ich glaube, das sind doch Fernseher. Japani. Da blinkt was. Schon wieder was komplett. Ich habe eine Glückssträhne. Oh, sorry. Ein Fehler. Da geht's wahrscheinlich lang. Da wäre ein Fass gewesen. Und da geht's rauf. Ich brauche Feuer. Ist da oben Feuer? Ja, ich sehe was. Hauk. Ach so, das ist ein Lagerfeuer. Kann ich am Lagerfeuer Feuer machen? Ich glaube nicht. Nee, da kann ich mich nur hinsetzen und Bratwürste grillen. Aber keine Fackel anzünden. Etwas doof. Was machen wir denn? Ist das neu? Ja, Schmerztoleranz. Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Naja, das ist ein No-Brainer. Würde ich mal sagen. Da wäre ich ja blöd. Habe ich genug Bergungsgut? 800, naja, schon. Sag mal hier. Größeres Magazin, ja, bitte. Sage ich nicht nein. Gepolsterter Schaft. Stabilisierung. Sättigt das Gas. Puh, naja, ich weiß nicht. Soll ich nicht lieber die Handfeuerwaffe aufrüsten? Schnellfeuermodus. Oder den Salbenmodus. Machen wir den Salben. Salve, Caesar. Das habe ich alles ausgegeben. Das ganze schöne Bergungsgut. Ich brauche aber trotzdem Feuer, da hilft nichts. Muss zurück. Vater Matthias wird uns befreien. Wo steht das? Ah, da. Dieser Insel? Matthias Evangelium. Der Sturm beobachtet. Oh ja, genau deshalb. Der Sturm beobachtet uns. Euch. Ein Voyeur. Sturmvoyeur. Ja, ich muss zurück. Sorry, aber ich muss dieses Poster anzünden. Was das sein soll. Kann ich hier Feuer machen? Ah, es brennt doch. Sei doch nicht so pingelig. Wahrscheinlich ist hier irgendwo eine Quelle für Feuer. Und ich bin so blöd, aber was soll ich machen? So weit ist es ja dann auch wieder nicht. Das muss einem das schon wert sein. Pfeile habe ich eh genug. Ich sollte vielleicht meine Pfeilkapazität aufrüsten. Das wäre gut. Das ist schon arschwenig. 8 Pfeile oder was? Ne, 20 Pfeile habe ich doch. Naja, trotzdem wenig. 2-3 Pfeile braucht man schon pro Feind, wenn er alarmiert ist. Wenn er nicht alarmiert ist, kann man in Ruhe zielen und einen Kopfschuss wagen, aber... Na gut, wenn er alarmiert ist, dann schießt man doch nicht mit Pfeilen, dann nimmt man die Waffe. Okay. Gut. Bin überzeugt. Bin ich da... Ah, da ist eine Tonne! Mensch, bin ich blöd, ja. Ey! Oho, wir sparen Munition mit Kopfschüssen. Habe ich jetzt alle? Ne, eine fehlt ja noch. Ich hoffe, die kommt da, weil... Wenn nicht... Das wäre doof. Ist da was? Da ist doch was. Das sieht so nach was aus. Hm. Ich
glaube, ich habe was vergessen. Ich habe so ein Gefühl. Ich bekomme Gefühle. Aber ich finde nichts. Ja, ich will nicht unnötig suchen. Ah, da ist ja eh noch ein Raum. Und da ist eine. Sehr gut. Ich glaube, wir haben alle Herausforderungen gemeistert.